Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zu einem weiteren Samstagnachmittagsstream aus dem sehr verschneiten Wien. Man könnte fast in Weihnachtsstimmung kommen oder depressiv werden, eins von beiden. Je nachdem, was einem lieber ist. Wonach man so der Typ ist. Was machen wir? Wir spielen zuerst mal Slay the Spire, tägliche Herausforderung, wie angekündigt. Und dann werden wir Europa Universalis 4 spielen, nach langer Zeit mal wieder. Danke für die vielen Kommentare, sage ich gleich am Anfang, auf meine Frage, wen ich denn spielen soll. Ich glaube, es hat sich ein Hybrid aus Indien und Horde herauskristallisiert und ich habe daraus auf die Usbeken geschlossen. Also ich glaube, wir werden die Usbeken spielen, außer es fällt irgendwem noch was viel Besseres ein, das mich auch mehr interessiert. Mal schauen. Aber momentan habe ich vor Usbeken. Aber bevor wir uns den Usbeken widmen, werden wir hier noch schnell tägliche Aufstieg spielen. Wir spielen mit den Defekten. Nee. Bin gar kein so großer Defekter-Fan. Ich weiß nicht wieso. Ich habe noch nicht. Ich finde bei den anderen Charakteren gibt es irgendwie mehr Abwechslung als beim Defekten. Das Defekt hat irgendwie so absolut. Wie soll man sagen? Es hat so ganz klare Schienen. Es hat zwar mehrere Schienen, aber ganz klare Schienen, in die man reinfällt und weniger Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Schienen. Aber vielleicht ist es auch nur bei mir so. Und ich meine, bei der täglichen Herausforderung ist der Charakter jetzt auch nicht so wichtig wie normalerweise. Was haben wir denn für Modifikatoren? Wir haben alles Könner. Beginne mit 5 farblosen Karten. Mhm. Herr des Chaos. Beginne mit gefrorenes Auge, halt am Anfang des Zuges 10 zufällige Karten und den Nachziehstapel. Ist es jetzt einfach immer dabei, Herr des Chaos? Ich habe das Gefühl, die letzten 3 tägliche Herausforderungen oder so, die wir gemacht haben, hatten wir Herr des Chaos. Ich meine, es ist eh ganz nett, aber wenn es immer dabei ist, wird es irgendwann auch Fahrt. Nachtangst aus ohne einem Lagerfeuer halte ich komplett, aber kostet dich 5 Max. Trefferpunkte würden wir also lieber vermeiden, wenn es geht. Scheint ein recht machbarer zu sein hier, würde ich mal sagen. Servus, der Next XXX. Nenn mir dich Next. Nenn mir dich Next. Ich glaube, ich habe dich noch nie. Servus, du bist neu hier, glaube ich. Also zweimal Servus sozusagen. Erstens zu dem Spiel und zweitens im ganz Allgemeinen. Wir werden mal aufbrechen. Zeit für eine Herausforderung. Yes, liebe Auswahl. Von der ich ja jetzt weiß, dass sie weiblich ist. Okay, wir haben Gedankenstrahl. Ist da jetzt wieder so ein Bullshit oder ist das hier actually amazing? Alles können wir beginnen mit 5. Beginne mit gefrorenes Auge, halte am Anfang des Zuges 10 zufällige Karten und den Nachziehstapel. Nachtangst. Nein, das heißt, den Gedankenstrahl hier können wir jetzt mega gut nutzen, wenn wir ihn nur möglichst weit nach hinten schieben. All Heilmittel haben wir sonst noch eingepuppt. Alte 3 zufällige, sie kosten in diesem Kampf 0, ist fein. Vorausdenken. Ziehe 2 Karten, lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel. Dude, die beiden zusammen ist exactly what I need. Okay, okay. Ich sehe schon die Strategie für diesen Daily hier. Sehr gut geht's. Also ich mag Frühling lieber als Winter. Ich gehöre ja zu den Depressiven in der kalten Jahreszeit. Wobei, Snowboarden macht Spaß. Oder Skifahren, was auch immer. Nach was auch immer es einem steht. Aber es kostet halt scheiß viel Geld. Jetzt ist man wieder depressiv. So schnell kann's gehen. Alright. Einmal laden hätten wir hier. Wir brauchen ja, achso, stimmt, wieder umdenken. Ich denke schon wieder über entweder Herz besiegen oder Aufstiegsmodus nach. Nein, nein, nein. Wir wollen möglichst viele Elite abklappern, weil das am meisten Punkte gibt. Right. Da war ja was. Das sind aber nicht sehr viele. Das sind 2 hier. Da geht sich überhaupt nur einer aus. Das ist ein bisschen fad. Kann man in der täglichen Herausforderung zum Herz? Ihr habt noch den Geht-Los-Bildschirm? Ist a good fucking point. Gott sei Dank habe ich einen Chat. There we go. I'm a pro. wir haben 2 Elite. Und 2 Shops vielleicht? Weil ich meine, ja, ich kann immer noch schmieden an den Feuer. Aber schmieden ist relativ wurscht. Außer halt die Karten, die ich am Anfang bekomme. Weil ich krieg sie alle nur einmal. Aber den Gedankenstrahl schmieden zum Beispiel war, glaube ich, eine ganz nette Angelegenheit und so weiter. Also, da haben wir nur 99 Gold am Anfang. Die 2 Shops bringen uns nicht einmal so. Vielleicht, wenn ich nur Gegner mache und dann 2 Shops? Ja, aber das geht hier nicht aus. Ne, gehen wir einfach da durch und schauen, ob uns der zweite Shop doch noch irgendwas bringt. Und jetzt haben wir 20 Karten in der Höhe des Nachzieh-Dudo. Das sind 20, aber das war, glaube ich, schon das letzte Mal der Fehler. Da steht 20, aber machst du 20 Schaden oder 10 Schaden?
Ich kann auch nicht verteidigen. Könnte ich dich irgendwie killen? Ich meine, wenn du 20 Schaden machst, maybe, aber nur wenn ich glücklich bin. Also wenn ich Glück habe, besser gesagt. Alter, drei zufällige Fertigkeiten, das bringt alles nichts. Also kill ich vielleicht eh lieber ihn. Damit ich sicher weniger Schaden nehme. Es wären aber 20 gewesen, okay. Also es ist nur die Anzeige am Arsch. Servus, Ide! Sadistische Natur. Jetzt haben wir das vorausdeckt, natürlich zum falschen Zeitpunkt. Aber ich meine, es ist jetzt auch schon egal. Jetzt können wir nur noch chillen und schauen, was so kommt. Abgesehen von den ganzen Schlägen und verteidigen natürlich. Ja, du wärst tot. 15 Gold erhaltene Karte. Kälte, Kälte im Bruchstapel. Brauchen wir alles eigentlich nicht. Nein, ich will nicht vorrangig alles loswerden, damit ich nur noch Gedankenstrahlung und Vorausdecken habe. Du machst jetzt 20 Schaden momentan. Das macht dich natürlich eigentlich sehr sympathisch. Kann ich leider nicht noch eins nach hinten versetzen, was natürlich noch schöner wäre. Aber man kann nicht alles haben. Ich hätte vielleicht jetzt schon doppelt. Ich hätte schon jetzt Doppelentladung machen sollen. Ich habe mir gedacht, ich warte lieber, bis er noch ein bisschen Schaden machen kann, aber ich habe kurz vergessen, dass wir gefrorenes Auge haben. Ey, Herr des Chaos. Und das heißt, wir kriegen den die Doppelentladung nie wieder. Ja, das heißt, es war eher dämlich von mir. Aber was soll man tun? Could have killed you as well. So, jetzt können wir wieder aufhören mit dem Fehler machen. Das wäre doch irgendwie nett, oder? Werfer, lass dich mal hin. Das ist so oder so hingewiesen wegen dem Blitz, aber... Nehmen wir eine Karte aus dem Apfel zurück auf die Hand, ist exactly what I need. Liebes Hologramm. Für den Gedankenstrahl. Oder erschöpft er. Wobei, ich kann ihn dann liegen lassen. Warte mal, erschöpfst du? Du erschöpfst nicht. Okay, nein, das Hologramm ist perfekt. Selbstreparatur wäre für die Heilung eigentlich ganz nett, aber eigentlich will ich auch keine Karte loswerden. Noch ein Hologramm? Noch ein Hologramm ist fast noch besser als die Heilung. Die Hologramme muss ich ja nicht, weil jedes Hologramm ist ein weiterer Gedankenstrahl. Ja, ich dick. Außerdem kann ich eine Karte loswerden. Wenn man schlaglos. Jetzt bringt mir wirklich der Shop nichts mehr. Was soll man tun? Halte 75 Gold. Ich werde leider nicht noch eine Karte los. Was tragisch ist, aber vielleicht gibt es noch was Nettes im Angebot. Kostet nämlich jetzt leider 100. Ein weiterer Gedankenstrahl, den ich nicht nehmen kann, weil ich zu wenig Geld habe. Oh nein! Why? Why? Okay, egal. Passt schon. Ich werde mich wieder beruhigen. Aber es ist so tragisch. Wir hätten zwei haben können. Warte mal. Wollte ich das gerade? Ja. Ich wollte das gerade. Alles klar. Gedankenstrahl, jetzt kostest du eins weniger, which is nice. Ist nicht so wichtig, aber ein bisschen was könnte es bringen. Okay, das heißt, wir machen jetzt Vorausdenken. Lege eine Handkarte auf den Nachziehstapel, which is this. Oh, jetzt könnten wir aber... Fuck, muss ich aber gleich machen. Ja. Oder nein, wir machen Hologramm, weil dann, damit hole ich mir dann... Ja. Okay, wir machen jetzt Gedankenstrahl. Bla, bla, bla. Yes. Das war die richtige Entscheidung. Jetzt machen wir Hologramm, holen uns Gedankenstrahl. Bam, bam, bam. Ja, du machst leider ein bisschen Schaden an mir, aber es soll nichts Schlimmes passieren. Gut, ich habe dich gerade noch unnötig Stärke gemacht. Cause I'm a Genius. Dann machen wir nochmal Hologramm. Gedankenstrahl und Servus. 30 Gold, Traumfinger, Chaosgebräu, alles ganz nett. Genalgorithmus ist eigentlich auch ganz nett, weil erschöpfte Karten sind jetzt da gerade besser, finde ich, weil wir ja sowieso jede Karte nur einmal spielen können, weil wir nie wieder mischen, weil wir ein zu großes Deck haben. Will ich jetzt nochmal, will ich zum Feuer, naja, ich muss zum Feuer, weil ich dann immer links abbiegen kann, außer es gibt da noch eine Elite. Noch ein Shop wäre nett gewesen, egal, muss nicht sein. Wir schmieden stattdessen, was schmieden wir denn? Ob du erschöpft bist oder nicht, ist relativ völlig komplett egal. Genalgorithmus könnte man nicht mal besser machen. Wenn wir ihn schon aufgeklaubt haben vom Boden. Ja, ist so wurscht, aber hey, zwei bessere Schläge, fein. Was ich trotzdem tun ist aufpassen, dass ich nicht gleich drauf gehe. Ein Heilmittel. Zwei Artefakt ist schon um einiges besser als ein Artefakt. Ja, das nehmen wir uns, das ist fein. Einmal 22 Schaden, Hologramm, einmal 22 Schaden, wieder schauen.
15 Gold, Batterieladensprung. Ich meine, ein besseres Verteidigen am Anfang ist schon nicht so schlecht. Batterieladen muss nicht wirklich sein, aber ein Sprung statt einen der blöden Verteidigen. Wäre, glaube ich, ganz nett. Könnte Sinn machen. Ich meine, ich habe die Hologramme, aber ich will trotzdem anfangen. Wir machen das. Wir machen das und wir machen das. Dann machen wir Hologramm. Will ich dann vorausdenken vielleicht sogar machen? Wie viel Schaden mache ich jetzt an dir? 28. Das nächste Mal mache ich mehr. Also machen wir so. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Dann machen wir doch so. So. Statistische Natur einmal verteidigen. Ah, ich will aber nicht heilen müssen. 32 machen wir da damit. Wir machen natürlich Hologramm. Gedankenstrahl noch einmal. Krieg dich aber nicht gekillt da drüben. How annoying. Ich meine, es ist knapp, aber du konntest allen Schaden an mir verüben, was ich nicht cool finde. Diese Karte ist zu Beginn ihres Kampfes auf deiner Hand. Rausdenken und dann kriegen wir noch den Angriff als erstes auf die Hand und dann ist alles leimern. Dunkelheit, Kugelblitz, alles nicht so wichtig. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Ich muss einmal heilen, aber dann verlieren wir ja Max HP. Ist auch nichts wert. Das macht auch keinen Spaß. Kann Doppelentladung auf den richtigen losgehen? Ja. Gehen wir dich damit, hauen das drauf, machen Vorausdenken, Hologramm. Und ich glaube, da haben wir das. Sehr die richtige Entscheidung so far. Und dann machen wir Hologramm, Gedankenstrahl, Servus. 15 Gold Geschicklichkeit. Na. Na, das brauchen wir auch nicht. Okay, du machst 23 Schaden in Wahrheit. Oh mein Gott, ist das knapp. Mit dem Schlagzahn geht's. Wenn wir zuerst mal, was hier passiert. Ah. Ah! Okay. Krieg mich schon wieder an. Machen wir einmal das. Einmal das. Und dann haben wir die einmal drauf. Das ist fein. Kriegen wir jetzt noch ein Hologramm dazu? Ja. Das heißt, sie machen einmal. Zweimal. And we're done. Flüssige Bronze, statt ihnen was davon? Eigentlich nicht. Stellen? Ne. Schnelligkeitstrank, Doc, nur noch besser als flüssige Bronze. Rückstoß. Lege die nächste in diesem Zug gespielte Karte auf den Nachtischstapel. Ja, 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 damit wir da irgendwas chainen können. Das ist schon eine ganz nette Sache. Soll ich jetzt ausruhen oder soll ich es riskieren, drauf zu gehen? Ich glaube, ich gehe leider. Naja, wobei, gehe ich wirklich drauf, solange ich den Gedankenstrahl weit genug zurücklegen kann. Aber es ist halt ein bisschen risky. Sonst fangen wir früher an. Das passt schon. Sonst fangen wir früher an, New Fallen zu spielen. Soll auch nichts Schlimmeres passieren. Dich wieder zurückholen, bringt das was? Vielleicht sorgen wir dafür, dass du mal nicht erschöpft bist? Wenn wir dich jetzt schon von Anfang an haben. Let's see. Let's see. Okay, wir haben Hologramm und Gedankenstrahl. Think about this, Gummibomb. Think about this. Wir machen mal, das. Okay. Wir machen das so. Okay, dann können wir einmal den Gedankenstrahl spielen. Alles cool, alles cool, alles cool. Soweit so great. Okay. Wir machen mal alle Heilmittel, weil es gratis ist. Who cares? Wir machen Genalgruppen. Machen wir Genalgruppen. Warten wir mal kurz einen Meter. Wir müssen den Gedankenstrahl ja wieder nehmen. Wir kriegen ihn nachher nochmal. 28 ist eh noch nicht dabei, bei dir was auszulösen. Nein, nein. Okay, okay, okay. Wenn wir ihn jetzt nochmal bekommen, wäre das super. Okay, we do not. Es war jetzt, wie sagt man, a close one. Machen wir ein Hologramm. Jetzt sind wir fast draufgegangen. Eieiei. Alles schwierig. Es wird aber auch so. Okay, zuerst Rückstoß. Den nächsten auf den Nazis ab. Gedankenstrahl. Damit wir nächste Runde wieder haben. Das heißt, wir können wahrscheinlich einen von euch beiden uns die netten Berlis jetzt schon killen. Was auch wichtig sein könnte, weil er macht zum Beispiel 16 Schaden, der Wahnsinnige da drüben. Okay, jetzt kriegen wir dann nur nie wieder dich, was problematisch werden könnte. Wir machen mal das hier. Will ich jetzt dunkles Schicksal machen oder so ein Bullshit?
Nee. Nee, oder? Das hat Nüsse gebracht, was ich gerade getan habe. Aber es ist okay. Nee, Maeve, Schalme sind nicht tot. Wie kannst du darauf anzugreifen? Das hält mir ja nicht aus, Herr. Und wir haben nur Schas auf der Hand. Warte mal. Wir machen Po. 17, oder? Ja. Wir machen Po für System statt versteckte Hülle. Nur damit ich sicher gehe, dass ich nicht krepiere irgendwann. Nochmal Puffer. It's getting weird. Nein, wir gehen dich killen, dich killen. Dann machen wir Schleife. Und jetzt kriegst du nochmal aufs Maul. Bam. Ja, yeah, there we go. Der fragt mich, bin ich gewöhnt, dass ich jetzt auf einmal hier tatsächlich spielen muss. Yo. Hologramm. Gedankenstrahl. Fuck off. 49 Schaden. There we go. 100 Gold. Erhaltene Karte. Mische alle Karten in den Nachziehstapel. Wie viele Karten? This is amazing. Neustart, nehmen wir auf alle Fälle. Das ist irgendwie für ein Arsch. Du kannst nicht mal 6 Karten. Das ist alles nicht so. Da können wir jetzt drüber debattieren. Das können wir alles nehmen. Aber nichts davon reizt mich wirklich. Ich meine. Den besten Bonus gibt das Samthalsband, das hat aber auch den schlimmsten Malus dabei. Habe ich viele Nullerkarten? Na, oder? Vor allem nur das ganze Rumjumpen und Karten aus Stapeln ziehen, ob das irgendwie blöd ist mit dem Samthalsband. Aber der ganze andere Scheiß interessiert mich halt wirklich nicht. Das fange ich mit alle 2 Züge in Orbslot an. Wobei, ich meine, schon schaden kann es nicht. Ich nehme das. Sometimes ist mir der Malus ist einfach grauslich. Ey, und wir sind nicht gestorben. Wollte ich nur mal auf der Plusseite festhalten. Haben wir da wirklich nur einen? Ist das jetzt denn ernst? Wir haben da nur eine Elite. Das heißt, ich muss da rechts rumgehen für 2. Da rechts, wo es keine Shops gibt. Manchmal haben wir es schwer, nicht? Manchmal haben wir es schon sehr schwer, finde ich. Okay, Moment. Wie machen wir das jetzt? Ah, okay. Moment. Das ist alles sehr schwierig. Ich sollte mir alle Karten nehmen, eigentlich. Aber dann weiß ich nicht mehr, ob ich das von Anfang an mal habe. That's difficult. Einmal draufgehauen ist, glaube ich, definitiv richtig. Dann Hologramm. Dann Rückstoß, dann nochmal draufhauen. Dann vorausdenken. Ah, warte mal, kann ich gar nicht. Websikens. Weil ich mein Samthalsband nicht genommen habe. God damn it. What to do? What to do? Aber ich würde dich so gerne killen, damit ich weniger Schaden nehme. Ich habe halt noch einen. Okay. Ich habe ja noch einen weiteren. Sehr gut. Ich habe noch einen weiteren. Wie heißt das Ding? Hologramm. Ein weiteres Hologramm. Das heißt, ich habe es nicht ganz verloren. Ja, und wir haben Rückstoß. Das heißt, wir machen jetzt Hologramm. Komm her. Einmal Rückstoß. Einmal Gedankenstrahl. Ich könnte echt gerade mehr Energie brauchen. Okay. Du weißt ja nicht. Ich hätte das Samthalsband holen sollen, glaube ich. Wie läuft's, Fladen? Guten Tag. Es läuft gut, würde ich sagen. Auch wenn ich gerade Samthalsband statt Greifarm hätte nehmen sollen. Aber sonst läuft's eigentlich gut. Schon wieder Rückstoß? Mein Gott, ist das alles kompliziert. Soll ich noch einen Rückstoß nehmen? I guess so. Ich will all die Karten. Wir haben jetzt ein gefrorenes Auge. Wir können das machen, was ich das letzte Mal nicht machen konnte, weil es immer die Karte aus dem Nachziehstapel in den Abwurfstapel gegeben hat. Wir haben Herr des Chaos und haben Gedankenstrahlen und versuchen den immer nach hinten zu reihen, wenn es möglich ist. Das ist mein Vorausdenken. Aha. Na, dann hauen wir mal den Neustart zurück für einen Moment. Jetzt machen wir Rückstoß. Gedankenstrahl. Kommt der wieder dahin, wo er hin soll. Und dann machen wir halt den ganzen anderen Rest auch noch. Okay, jetzt haben wir Gedankenstrahl, Hologramm, Gedankenstrahl. Wiedersehen. 15 Gold, erhalte eine Karte. Dunkler Systemstart.
Angeboren für 0 Block, I like it. Man, da ist es jetzt gerade nicht wirklich nötig. Ich muss auch nicht unbedingt angreifen. Schauen wir mal, was wir kriegen. Nichts Tolles. Nein, Gedankenstrahl mal zurück. Dann mach mal. Schlag. Wir nehmen sogar eingepuppt diesmal. Genalgorithmus bringt halt eher Nüsse. Der Gedankenstrahl regelt extrem. Du hast die Glocke genommen. Interesting. Ich mag die. Ich hasse Flüche. Flüche sind kein Problem, wenn man sie nur einmal hat. Yeah, good point. Actually, ich hätte die Glocke nehmen sollen. Damn me. Einmal da drauf gehaut. Einmal Schlag. Ich hab jetzt plötzlich ein bisschen Angst vor Neustart. Ich müsste sowas wie Suchen bekommen. Weil dann kann ich mir nicht schön da raussortieren. Ja, natürlich hätte ich mir die Glocke nehmen sollen. Macht extrem viel Sinn. Wir machen Hologramm, dann Gedankenstrahl. Rückstoß, Gedankenstrahl. Leider nicht tot. Vielleicht doch. Nein, schade. Wäre das nicht wunderbar gewesen. Wäre das nicht wunderbar gewesen. Du bist jetzt 45. Ma. Nicht 45. Darauf verwenden, aber ich glaube, ich muss fast. Ich kriege ihn nochmal. Aber es ist so eine Verschwendung. Aber ich meine, einen von euch beiden muss ich wohl killen, oder? Ich kann beide killen damit. Bam. Damit ich nicht den Gedankenstrahl spiele. Immer wenn ich ein Machtspiel erschaffe, einen Blitz. Ich habe keine Mächte. Zwei Frost. I don't know. Ja, die Flüche sind ja gerade weg, ja. Ja, true motherfucking story. Da habe ich nicht lang genug drüber nachgedacht. Was opfern wir? Einen normalen Schlag? Am ehesten? Oder ich hole mir einfach wirklich noch mehr Karten. Aber doch, der Gedankenstrahl und das Vorausdenken habe ich eingebaut. Also ich könnte mir wirklich einfach nur noch mehr Karten holen. Bis zum Erbrechen. Und er wird chillen so, 18 Schaden. Ne, ich will eigentlich nicht so. Ich will ihn schon spielen. Die Gedankenstrahl, wir haben eh zwei Hologramme, um ihn uns wieder zu holen. Wie gesagt. Und jetzt habe ich noch nicht so viele Karten, dass es ein Riesenproblem sein sollte. Ist natürlich eher unangenehm. Nehmen wir leider einen Schaden. Den ich nicht unbedingt nehmen musste. Wo bist du? Da bist du. Und wieso spiele ich nicht zuerst den Rückstoß? Jesus Christ! Ich hatte vor, zuerst den Rückstoß zu spielen. Es ist, glaube ich, alles noch nicht so schlimm. Aber später wird alles sehr schlimm, wenn ich so weitermache. Sadistische Natur. Jetzt will ich nichts anderes, was ich vorher spielen will. Nein. Aber Doppelentladung würde ich noch gerne dazu spielen. Das heißt, ich sollte die Energie haben dafür. Ausgeglichenheit. Erhalte deine Hand in diesem Zug. Makes sense. Und die Flüche geben mir auch mehr Karten noch dazu. Muss ich? Ich muss irgendwann, gell? Naja, ich glaube, ich muss. Weil ich jetzt gerade zu viel verloren habe. Wobei... Warte mal, ist es nicht alles? Halte ich komplett. Einen Elite können wir schon noch durchstehen, so sage ich mal. Hoffe ich. Ich hoffe, das war keine Lüge. Okay, wir wollen mit Rückstoß eigentlich anfangen. Dann können wir... Wir kennen Rückstoß. Gedankenstrahl. Lege ihn das auf deinen 80-Stapel, machen wir es so, holen dich runter und machen Systemstart. Okay, du willst mir jetzt Böses tun. Machen dich mit Rückstoß fertig, dein Gedankenstrahl. Oh, Stromschlag.
Wobei, ich meine, wir machen euch eher so schnell fertig. Ich hätte eher Doppelentladung machen sollen. So wichtig ist es nicht. Du bist jetzt eh hier. Wo ist er denn? Da. Wonderful! Gift, Trankbreite, Stahlsprung. Mehr Sprünge sind eh gut, weil wir mehr Karten brauchen. Jetzt will eben nicht drauf gehen, der Hit. Einmal vorausdenken. Ich meine, ich krieg 10 mehr. Ich krieg schon mehr Schaden, wenn ich jetzt drauf und mich später wiederhole. Probably gonna work. Was will ich denn zurücklegen? Gar nichts in dem Fall. Heilen tue ich genug mit einem einzigen Sprung. Dann legen wir den Sprung zurück. Nein, den Systemstart hätte ich zurücklegen sollen. Damn it! Oh, beide. Okay. Wait a moment. Wir machen Hologramm. Gedankenstrahl Ausgeglichenheit für einen Moment. Okay, jetzt mal Allheilmittel. Gedankenstrahl. Hologramm. Gedankenstrahl. Musst du nur leider irgendwann von selber sterben. Das ist eine Story. 46, du wirst 21 This is not good. Okay, Moment dabei. Müssen wir ein paar von den Sachen früher machen sollen. Was kriege ich da noch so? Nochmal ein Chaosgebräu? Was krieg ich für eine Macht? Doppelt Echoform. Bringt jetzt für den Moment nichts. Meine Elektrodynamik mal 2? Ich muss doch dafür sorgen, dass ich nicht krepiere, ich weiß. Das können wir ja später immer noch machen. Haben wir uns das rein, machen nochmal Chaosgebräu. Das ist kind of amazing. Einmal Machblock. Einen Regenerationstank sollte ich jetzt nicht mehr machen. Because where's the point in that? Wie viel macht es? 2-mal. Also 16 gerade einmal. Nein, 22. 25. Das kennen wir dich eh nicht. Das ist sowieso Multientladung machen. Na, dann block mal lieber fast alles und mach einen Stromschlag nochmal. Wonderful. Nur 15 Schaden. Ist ja gar nichts. Okay. Easy. Überhaupt kein Problem. Hat super funktioniert. Nehmen wir mal abschöpfen, damit wir noch mehr Karten am Anfang haben. Matroschka. Die nächsten 2 Drohnen sind aber schon im 2. Level. Nochmal sollte ich es mich jetzt wahrscheinlich dann nicht trauen. Es gibt irgendwann. Irgendwann kann man's, darf man es nicht mehr übertreiben. Nicht gleich vorausdenken machen? I just don't know why. Wir können das nach hinten legen. Dann machen wir Rückstoß, Gedankenstrahl, Schlag und Allheilmittel. Damit du mir nichts Böses tun kannst. Ha! Könnte sogar beides abwehren. Wonderful. 34 Schaden ist ums Arschlecken zu wenig. Ah, damit reicht's. Halte die Karten, schwarze versteckte Höhle. Hallo Welt. Ich nehme noch mehr Karten jetzt. Wir könnten eine Karte loswerden. Wir könnten aussuchen. Oder ich tue einfach einen Regenerationstrank beim nächsten Elite reinhauen. Wobei wir müssen vor dem Boss auf alle Fälle. Na, oder das ist jetzt übertrieben, glaube ich, wenn ich jetzt. Wobei, wie viel ist das? Wir müssen nur holen. 3? Kommt die. Bei Turbo kommt die Lehre auch in den Abwurfstapel. Okay, good point. Das sind also 15 Trefferpunkte. Das ist 33 Trefferpunkte. Nein. Nein. Ich trau mich nicht. Oh, dann nehmen wir uns gleich einen Turbo. Ich trau mich nicht. Ich geb's zu, ich bin ein feiger Hund. Feiger Hund. Ich vermische den Apfelstapel in den Nachtstapel, ziehe eine Karte. Schau, das kann halt brandgefährlich sein. Außer wir machen es, wenn wir gerade den Ding auf der Hand haben. Deine. Might be genius. Nehmen wir uns. Will ich das loswerden? Ein normales Verteidigen oder so. Ein Artefakt. Laterne am Anfang
Am Anfang hatte ich jetzt eigentlich eh nie ein Problem damit. Weil ich die ganzen Nuller-Karten am Anfang habe. Will ich wirklich eine Karte loswerden? Das ist die Frage. Will ich wirklich? Machen wir das. Will ich wirklich? Will ich nicht? Wirf beliebig davon ab. Wait, what? Nein, es sind 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 dann. I don't get it. Egal. Wir werden, glaube ich, einen verteidigen. Nehmen wir ein normales Verteidigen los. Oder werden wir ein normales Verteidigen los. There we go. Systemstart Gedankenstrahl vorausdenken eingepuppt. Ist ja alle am Anfang gleich angreifen? Das sind die. Das ist unsympathisch. Ich leg mal. Oder soll ich jetzt den Gedankenstrahl? Wobei, wir könnten einen von euch killen mit dem Gedankenstrahl. Und ihn mir dann natürlich immer noch wiederholen. Yeah. It's probably worth more. Vielleicht kann ich beide von euch killen. Ah, bei Regenerationstrank, danke. Ich hätte vergessen, dass ich das überhaupt gefragt hatte. Gedankenstrahl, Systemstart, stumm. Ich will einen wegkillen, damit es wahrscheinlicher ist, dass eins davon beide trifft. Schade. Close one. Ich hätte wahrscheinlich das schon machen sollen. Machen wir das diesmal. Dann wären sie zumindest beide tot. Saudele, jetzt ist, glaube ich, ist relativ klar. Wir machen das. Rückstoß zuerst spielen. Und einen Gedankenstrahl und alle Heilmittel. Okay, wir werden wieder bei Rückstoß zuerst spielen. Dein Gedankenstrahl, dann Schlag. Und dann nehmen wir halt 4 Schaden. Aber das ist, ja, halt 4 Schaden. Die Punktewertung ist, glaube ich, schon recht am Arsch. Alles fein. Und du stirbst. Ich hätte erst den Gen-Algorithmus spielen sollen. No! Okay, 30 Gold, toter Ast-Explosivtrank. Donnerschlag in die Augen. Immer wenn du erhältst du eine zufällige Karte auf die Hand. Interesting. In die Augen. Ich meine, wir haben sadistische. Ja, es ist schon verbessert. Let's take it. Ansammeln wäre auch ziemlich extrem gut gewesen. Good point. Du bist immer zu langsam, Fladen. Es tut mir leid. Ja, ich gebe dir die Schuld. Das hat nichts mit meiner eigenen Blödheit zu tun. Ich habe mir noch überlegt, ansammeln wäre eine gute Idee. Aber ich muss sagen, ich finde das jetzt auch nicht so schlecht. Ja, wir spielen es jetzt eh jedes Mal am Anfang, weil ich es mir sowieso zurückholen kann. Wie ich es schon mehrmals gesagt habe. Das Artefakt ist halt sehr angenehm. Jetzt hätten wir das, gell? Na, also machen wir mal Hologramm. Die Frage ist, will ich jetzt gleich Gedanken strählen oder will ich einfach kurz mal ausgeglichen vor mich hin vegetieren? Ich glaube, ich will zuerst mal ausgeglichen vor mich hin vegetieren. Wir haben einmal Rückstoß. Können wir Rückstoß, Rückstoß, Gedankenstrahl machen? Yes, we can, right? Rückstoß, Rückstoß, Gedankenstrahl. Nicht, dass es notwendig wäre, aber... Du bist ein Schild, ja? Genau das wollte ich damit sagen. 15 Gold erhalte, ein breiter Strahl, Kralle kompilieren. Soll ich was nehmen? Nein. Breiter Strahl? Meh. Das heißt, ich mag lieber die verteidigen, wenn ich schon Hauptkarten sammle. Wir schmieden irgendwas, weil Karten loswerden will ich, glaube ich, nicht. Nein, 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 aber was schmieden wir denn? Tier 2 Karten. Erhalte 3 Energie. Ich brauche mehr Karten, mit denen ich Karten ziehe. Ich meine, wir könnten Hologramm verbessern. Dann könnte ich mir Hologramm mit Hologramm holen. Das bringt aber irgendwie auch nichts. Das Erschöpfen ist fast wegen toter Ast besser. Rückstoß besser machen? Ich meine, ich spiele wenigstens Rückstoß die ganze Zeit. Ziehe 6 Karten, macht den Neustart nicer. Naja, Rückstoß. Hätte ich jetzt Turbo, hast du gemeint? Aber ich habe eh gerade immer zu viel Energie und nicht zu wenig. Ich weiß nicht, wie viel Turbo da bringt. Moment mal. Gedankenstrahl. Numero uno. Hologramm. Nochmal Gedankenstrahl? Nein.
Moment. Ausgeglichenheit. This is a difficult question again. Wir gehen mal Gedankenstrahl zurück und machen mal eingepuppt mal für einen Moment. Option, Genalgruppen, sei es möglich. Ja, okay. There we go. Soll ich das schlucken? I don't know. Okay. I don't like this at all. Irgendwo da kommt noch ein Hologramm, oder? Mann, dauert das lang. Da kommt erst das Hologramm. Und wo kommt der Rückstoß? Die sind auch weit weg. I don't like this. 39 auf... Also dich können wir mal wegkillen. Was wir wohl tun werden. Jetzt habe ich Todas. Good point. Good point. Once again. Guter Punkt. Will ich jetzt die Geschicklichkeit schlucken? Ich brauche es gerade nicht, aber ich darf nicht doch vergessen, dass ich sie habe. Ich glaube, jetzt sollte ich sie wohl schlucken, ne? Schluck mal die Geschicklichkeit mal. Irgendwas ist davon erschöpft? Neustart wäre erschöpft, aber dann werde ich die ganze Chance los. Das will ich auch wieder nicht. Können wir Ausgeglichenheit machen und dann Neustart? Nein, ich will aber nicht neu starten. Ich will die Karte nachher zurückbekommen. Wir machen Ausgeglichenheit, Sprung und hauen da einmal kräftig drauf. Ma, es ist so ein bisschen zu wenig. Es ist so knapp zu... Soll ich doch Neustart machen? Aber es ist dangerous. Der Punkt ist, dann nehme ich vielleicht keinen Schaden mehr im Kampf. Das ist meine einzige Chance, gar keinen Schaden zu nehmen. Das Problem ist aber, dass dann vielleicht der Gedankenstrahl auf alle Zeiten verschollen ist. In den Untiefen meines Nachziehstapels. Might be bad. Und dann kriege ich Leere auch noch. Ich kann nicht das... I did it. Voraus der... Oh, suchen! Okay. Suchen. Ich glaube, ich weiß, was ich suche. Ich suche meinen wunderschönen Gedankenstrahl. Habe ich jetzt da... Da sind irgendwo Hologramme drin. Ich weiß noch nicht, wo. Ich jetzt lieber... Okay, nein. Jetzt muss ich draufhauen, right? Das ist meine heilige Pflicht. Ja, weil ich keinen Block habe. Das ist leider meine heilige Pflicht, hier jetzt draufzuhauen. Auch wenn es weh tut. Weil sonst nehme ich den Schaden. Und der ganze Punkt, weil ich den Schaden nicht nehme. Das Vorausdenken vorher spielen, sondern maybe. Oh, das war gerade gefährlich. Doppelte Energie. Und dann gehen wir die Strahlenzelle drauf und hauen mal eine Kralle drauf. Why not? Vielleicht kriegen wir noch weitere Krallen irgendwann. Ha. Brauche ich überhaupt doppelte Energie? Nein, ich meine, why not? Nachher bin ich sehr wieder los. Ja, und außerdem kriegen wir dann irgendwas dafür. Hey, zweimal Elektrodynamik. Let's go. Sounds good to me. Und dann machen wir das. Fusion? Why not? Systemstart. Kriegen wir vielleicht noch eine Karte für 0? Oh, umprogrammieren. Ja, let's see. Hologramm will ich auf alle Fälle haben. Tiefer! Interesting. Oh, das. Okay. Warte, die will ich ab. Wirf beliebig viele davon ab. Yes. Die soll abgeworfen werden. Yes. Und jetzt kriege ich ein absolut awesome Deck gerade. Ich muss nur kurz aufpassen. Moment. 31 Schaden. Unfreundlich. Äußerst unfreundlich. Nicht okay. Könnte trotzdem schwierig werden. Machen wir mal das. Und dann nehmen wir uns mal den Gedankenstrahl. Du hast nur 46 Schaden. Das ist lächerlich wenig. Und nicht genug Block für diesen Shit hier. Und ich müsste ein bisschen oft Gedankenstrahl spielen können. Das wird es nicht spielen. Will ich jetzt tiefer Atemzug machen? Machen wir es jetzt. Vielleicht kriegen wir einen Verteidigen oder so. Schild hoch, wir haben schon Block. Nice. 3 Block. Nice. Übertakten auf den Abwurfstapel. Let's go. Schon besser. Verstärkt die Hülle. Wir kommen aber immer noch nicht auf genug Block, glaube ich. Das sind 12. Nein, das sind 18 plus 11. Das ist 29, 32. Bam! We got it. Okay. Aber ich will eigentlich noch Gedankenstrahl Rückstoß spielen. Fuck. Aber ich behalte die Karten. Yes. Okay. Everything is dandy. Kannst du aufhören? Was ist mit ihm? Trennen bringt nicht viel. Moment. Du bringst was. Kann ich jetzt das Ganze nochmal machen? Ich kann das gleiche Spielchen nicht nochmal machen. Und jetzt habe ich keinen. Jetzt behalte ich die Karten nicht wieder.
Life is very, very hard. Systemstart 11. Das sind 20 Block, das reicht nicht, weil er mit 31 daherkommt, der Monster. Rennen? Ja, ich werde ihn nicht mit dir töten. Ich glaube, wir nehmen leider Schaden. Ich glaube, es ist leider soweit. Ich sehe keinen Ausweg aus unserem Dilemma. Und dann spiele ich lieber Rückstoß Gedankenstrahl. Also mich noch weiter mit dieser Ich meine, wir könnten Abschöpfen ausprobieren. Vielleicht kriegen wir wieder mehr Block. Aber dann kann ich wieder den Schaß hier nicht spielen, was ich ja eigentlich will. Ja, ich glaube, Spielen ist besser als auf Abschöpfen zu. Naja, das bringt nichts. Ich meine, wir kriegen Hologramm. Moment, wir kriegen Hologramm relativ bald. Weitere 6 Block kriege ich hier. Was haben wir da? Haben wir irgendwas mit 0 und Block? Ausgeglichenheit mit 0. Okay, wait a minute. Okay, I got it now. I got the play. Wir machen. Wo ist es denn? Habe ich es jetzt doch nicht? Doch. Abschöpfen. Habe ich zu viele Karten auf der Hand? Warte mal. Wir spielen kurz den Systemstart oder so. Na, da kriege ich ja wieder eine Karte auf die Hand. Wie viele Karten kann man maximal auf der Hand haben? Kann ich die 2 noch ziehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kann man 12 auf der Hand haben? Ah, this is difficult. Ich kann das Defragmentieren loswerden. Dann habe ich immer noch 3. Dann habe ich immer noch genug, um das andere zu spielen. Fuck, okay, aber Schildhoch habe ich immer. Ja, Schildhoch ist das erste, das macht Sinn. Systemstart, das Problem ist, ich krieg gleich wieder eine Karte auf die Hand. Und ich muss 2 loswerden, damit ich alle für einen spielen kann nachher. Ich glaube, ich muss Defragmentieren spielen. Oder ich meine, ich kann Gedankenstrahl spielen. Ja, wieso spiele ich nicht einfach Gedankenstrahl? Die Nullblock. Nein, warte, ich will ja. Moment, will ich jetzt Gedankenstrahl behalten oder nicht? Nein, ich will Gedankenstrahl behalten, right? That was the point. Ich habe mich selber verwirrt. Defragmentieren? Am I doing defragmentieren? Spricht ihn was explizit dagegen, Gedankenstrahl zu machen? Nein, wenn wir sowieso nach Hologramm bekommen. Ich meine, später es machen ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, yeah, I guess. Ja, aber das Problem ist, es gibt mir eine Karte. Was ich kriegen muss, ist alle für einen, damit ich die Nuller ziehe, alle, wo Ausgeglichenheit dabei ist, damit ich überhaupt alle Karten behalte in dem Zug wieder. Ich muss eine zweite Karte loswerden. Gut, ich kann dann immer noch Defragmentieren spielen. Ist true story. Okay, Kralle 0, that's nice. We do that for shizzle. Jetzt muss ich Karten ziehen können, weil sonst hätte ich ja vorher nicht so viel auf der Hand haben können. Also machen wir Abschöpfen. Dampfwall. Alle für einen, which is the point. Es waren zu wenig. Okay, Moment. Nein, wir können nicht das machen. Zieh 2 Karten. Es waren zu wenig. Es waren schon wieder zu wenig Karten. Und wir nehmen Schaden. Oder also, außer wir ziehen jetzt die beste Nuller-Karten aller Zeiten. It's not happening. Oh mein Gott, I fried my own brain. Und alles für nichts. Jetzt haben wir auch den Systemstart nicht mehr. Yo, ich dachte... Ich hab's neu gemischt. Okay, da ist das nächste Hologramm. Okay. Entferne alle deine Orbs. Erhalte pro... Ziehe einen pro entfernten Orb. See, I don't know. That doesn't sound good to me. 1, 2, 3. Okay, vorausdenken wir dann... Oh, mal abschöpfen. Ich mag nichts davon. 2 Karten ziehe ich. In den nächsten 2 Schild hoch Kapazität. I don't know. Das ist das Einzige, mit dem ich die Leute noch killen kann. Ist mit genug. Bei Elektrodynamik ist schon auch nicht schlecht. Wenn du eine Karte, die du auf den Nachziehstapel legst. Legen wir mal die Schilder auf den Nachziehstapel, die brauchen wir derweil nicht. Ich meine, die Elektrodynamik ist gut, wenn er sich jetzt neue Haberer sucht. Okay, da haben wir jetzt keinen Systemstart drin, right? This is the whole fucking problem, right? Nicht Systemstart. Gedankenstrahl heißt das Ding.
Haben wir irgendwo ein Suchen vielleicht zufällig hier drin? Na, okay. So it's not gonna work like this. Ja, Stapel ist gut. Du bist dann weg. Wir können Schilde auch Stapel machen. Wir können mal in die Augen gratis machen, auf alle Fälle. Wir können Kralle gratis machen, auf alle Fälle. Wir könnten es defragmentieren und so. Wir könnten uns das alle für eine holen. Aber momentan habe ich jetzt eigentlich nichts gegen das Defragmentieren einzuwenden, muss ich sagen. Stapel alleine. Ich brauche das Schild auch nicht spielen. Machen wir Sturm, Hologramm, Defragmentieren und Stapel. Das machen wir jetzt völlig anders, als ich es eigentlich vorhatte, aber ist fein. It's all fine. Verzerrter Fokus macht nicht so viel Sinn. Ich dachte, das wäre das andere. Ich dachte, es ist das. Es wäre. Was heißt das? Konzentrieren oder sowas? Zerfetzen, übertakten, Schilde hoch. Sure. Kugelblitz, Schuli. Zerfetzen, why not? Schlag, why not? Einmal Schilde hoch, damit wir das Brennen nicht abbekommen. Man, ihr kriegt wenigstens wirklich viele von denen ab. Einmal Strahlezelle. Einmal alle für einen. Boah, ist das alles ein Schaß hier. Einmal, zweimal übertakten. Nochmal Strahlezelle. Kraftfeld. Meh. Hyperstrahl killt dich, oder? Du bist ja Hyperstrahl killt dich. Okay, we got this. There we go! Nein. Nein, nein, oder? Das war zu viel für mich. Das war gerade viel zu viel für mich. Ich meine, wir können den Kraft des Kerns nehmen. Why not? Nein? Nein? Die Energie? Und dafür die eine Stärke mehr für die Gegner? Ich glaube jetzt am ehesten. Okay, jetzt haben wir euch beiden. Haben wir nur mehr als zwei Elite hintereinander? Nope. Also hintereinander ist nicht so wirklich der Punkt. Ich meinte mehr als zwei Elite insgesamt. Ah, da würde man Feuer weniger bekommen. Will ich die Elite oder will ich lieber? Nee, ich will schon die Elite. Right! Einmal Elite. Dann müsste ich hier abbiegen für den zweiten Elite. Dann habe ich gerade mal zwei Feuer. Ah, wird schon passen. Wird alles gut gehen. Überhaupt kein Problem. Easy peasy. Und zuerst das. Müsst ihr alle gleich sofort angreifen? Finde ich irgendwie unsympathisch. Persönlich gesehen. Vorher machen sollen, dann hätte ich den Rückstoß schon gehabt. Das ist ja nett gewesen, ne? Systemstart alleine reicht eigentlich noch nicht, um alles zu blocken, was jetzt nicht so wichtig ist, aber. Why not? Es reicht doch nicht, um dich zu killen. Nächstes Mal erst. Und Kraftfeld. Gib mir mal dich. Machen wir einmal Sprung und hauen dir das drauf. Warten wir eigentlich nur noch auf unser letztes Hologramm. Nichts davon macht wirklich Sinn. Ich meine, nein, ich will nicht die Fahrten zumachen. Jetzt habe ich zwei Rückstöße. Wunderbar. This is great.
Na, da ist das Hologramm. Und plus Ausgeglichenheit geht sich aus. So easy! Wo ist er? Da also. Bam. Nicht, dass wirklich da noch der Gedankenstrahl notwendig gewesen wäre. Aber egal! Einmal Explosivtank, Regenerationstank, Angriffstank. Waltertrank brauche ich nicht mehr so unbedingt, weil ich so dermaßen viele Karten habe, die mir eh... Das ist wenigstens Kartenzug. Die mir eh Artefakt geben. Wie zum Beispiel Allheilmittel. For example. Nein, das möchte ich nicht machen. Ich möchte nämlich alle meine Karten... Mische alle Karten in den Nachziehstapel. It's not okay. Will ich jetzt zuerst Gedankenstrahl machen und dann vorausdenken? Dann hätte ich noch mehr... Ja, aber ich kill eh niemanden. Okay, jetzt hätte ich Hologramm. Das behalte ich mir fürs nächste Mal. Dann hauen wir hier irgendwo Gedankenstrahl drauf. I don't know where. How about... Hier. Einmal Sprung. Nochmal Sprung. Ein Systemschlag kriege ich vielleicht wenigstens noch in das Gescheites. Noch ein Sprung. Wonderful. So viel Block. Es ist eine Freude. Mische den Abwurfstapel in den Nachziehstapel. Ziehe eine Karte. Okay, ich nehme Gedankenstrahl und jetzt mache ich tiefer Atemzug. Okay. Wobei, ich weiß nicht. Abschöpfen zumindest habe ich. Ich habe keine. Ja, ich sollte das nie machen, glaube ich. Ich denke immer, ah, dann habe ich wenigstens den Gedankenstrahl noch drauf, aber das bringt auch nicht mehr so viel. 42 Schaden. Das ist so traurig, es auf dich drauf zu hauen, aber. Guess that's what I'm gonna do. Den Schaden können wir blocken. Elektrodynamik wäre eigentlich geil. Stapel bringt nicht so wahnsinnig viel. Bringt der Sprung noch mehr Block. Und der Genalgorithmus ebenfalls. Außerdem kriege ich dann die Elektrodynamik nächste Runde sowieso. Da komme ich auf 16, das sind 18 Schaden. Dann haben wir das Stil drauf, machen das und das. Dann haben wir noch zwei, haben wir uns noch ein Plasma drauf. Nice, habe ich wenigstens das nächste Mal mehr Energie. Einmal Elektrodynamik, weil das hier für den Kampf doch sehr viel Sinn macht. Soll ich das jetzt nochmal machen? Auf gut Glück. Wann hätten wir denn die nächste? Naja, drei Zügen haben wir schon das Hologramm. Might be fine. Vielleicht sollte ich lieber keinen Neustart machen momentan. Turbo. Kann ich irgendwen... I can't even kill you. I cannot even kill you. Such a sad story. Es ist alles ein bisschen Schaß. Nein, ich kann ja nicht beides machen. Bin ich jetzt deppert? War da nicht irgendwo ein... Oder habe ich gefrorenes Auge nicht? Ich habe doch gefrorenes Auge, oder? War da nicht irgendwo ein Hologramm? Habe ich das gerade schon bekommen? Ich glaube, ich habe schon auf der Hand. Wir nehmen das unterste Hologramm. Den Gedankenstrahl, um dich zu killen. Aus den Socken sozusagen. Können wir noch Echoform machen? I'm losing it. I'm definitely losing it. Ich hätte heute später aufstehen sollen. Dunkles Schicksal.
Vielleicht sollte ich mir ein Bier holen und dann werde ich klarer denken. Einmal Dunkelheit. Ich glaube, so funktioniert das. Ah nein, sorry, mein Fehler. Zweimal Dunkelheit. Right. Da war ja was. Dann dunkles Schicksal, kriegen wir ein bisschen mehr Block. Doppelte Energie hilft da nichts. Ja, mach mal das dunkle Schicksal. I mean, why the fuck not? Jetzt lebt ihr schon wieder alle? Was ich auch sehr unsympathisch mache. Irgendwie, meiner Meinung nach. In die Augenbatterie landen. Jesus, this is killing me. Doppelte Energie erschöpft. Ich kann nicht an so viele Dinge gleichzeitig denken. Doppelte Energie erschöpft. He's right. Doppelte Energie erschöpft. Gummibomb. Doppelte Energie erschöpft. It's a true story. Dürfte Nachtsichtstapel. Ist egal. Ich kriege und ich behalte die Hand ja auch. Who cares? Machen wir Batterie laden, damit wir mehr Zeug haben. Machen wir Gletscher. Bam, ich habe so viel Energie. Machen wir das noch hinterher. Elektrodynamik. Ey, ich behalte sie bis zum nächsten Mal. Jetzt seid ihr tot. Jetzt seid ihr alle tot. It's over. It's over, Anakin. I have the high ground. Oh, thank fucking God. Wir nehmen das über Takten auch noch. Das ruiniert mich hier. Oh Gott, es ist schon bald eine Stunde. Du bist radikal, du kannst dich nicht mehr heilen. Nein, oder? Ja, nein. Nein, natürlich nicht. Zwei Normalität? Das könnte schlimm sein. Könnte auch wurscht sein, könnte aber schlimm sein. Ich meine, wir kriegen es nur einmal. Bringen wir die 999 Gold in was? Fragen über Fragen. Einen Shop gibt's noch. Was meint ihr? Ich hole mir ein Bier. Fladen, coache mich. Prost allerseits. Ich glaube, wir machen das seltene Relikt. Wir machen das, was ich immer mache. Ich bin Krieg! Selbstverständlich. Vorausdenken. Ich hätte damals erst drauf schauen sollen. Da kommt irgendwann ein Hologramm. It's not really magic. Wir könnten eingepuppt jetzt spielen. Ich will verteidigen nicht dorthin. Systemstart vielleicht einfach für nächste Runde. Makes keine sense. Und wir könnten so viel mehr Sachen. Aber das ziehen jetzt bringt mir nichts. Bringt mir mehr, wenn ich das nächste Runde ziehe. Machen wir Gedankenstrahl. Ich hätte das Abschöpfen vielleicht doch drauflegen sollen. Nochmal System starten. No. Wo ist das jetzt? Nicht ganz oben. Das ist fein. Servus, Ida. Habe ich gerade noch ein Hologramm bekommen? Nice! Reicht in die Augen, um da wirklich. Ich kann auch nochmal Systemstab machen. Wenn du erschöpfst, ich krieg nochmal eine Karte. That's nice. By the way, du erschöpfst auch, oder? Nein, du erschöpfst nicht. Voll sad story. Rückstoßsprung ausgeglichen, tiefer Atemzug. Will ich irgendwas davon nicht haben? Mein Rückstoß hätte ich eigentlich lieber erst nahe gehabt. Aber ich will es auch nicht im Abwurfstapel haben. Sadistische Natur. Doppelentladung. Bleibt uns dem Sprung mal für nächste Runde. Doppelte Energie erschöpft, which is something. Stapel ist gar nicht so schlecht, momentan.
Komm, zuerst hier doch. Vision. Hologramm kriegen wir schon übernächste Runde mit. Das ist nice. Wir behalten mal das. Ich meine, die Energie kann ich sowieso nicht behalten. Nicht, dass es hier in den Sinn wird, das alles zu spielen. Also lassen wir es mal dann so, damit ich die verteidigen wenigstens noch habe. Ich schwöre, das für die Karten in den Fingern. Mal einmal das. Eine Strahlenzelle, why not? Einmal das. Rückstoß, was ist nur die Frage? Rückstoß. Nichts davon ist irgendwie so wichtig. Machen wir mal einen Sprung. Und dann nochmal einen Schlag dort. So. Hologramm einmal. Wo ist es denn jetzt hin? Wo ist das Ding ins Hin? Da. Wonderful. Ich will immer wieder Sorge, dass ich dann vergessen habe, dass ich schon gar nicht da habe oder so. Wenn ich ihn nicht finde. Den guten Gedankenstrahl. Zuerst Rückstoß. Die nächste jetzt. Zuerst Rückstoß, dein Gedankenstrahl. Dann Batterie laden. Whatever. Ich glaube fast, du wirst die nächste Runde nicht überleben. 100 Gold. Messschieber. Okay, okay. Noch ein Hologramm. Ja, so viele Hologramme wie möglich, oder? Gedankenstrahl, Doppelentladung. Mehr macht hier eigentlich keinen Sinn. Dauert vielleicht lang genug dafür? Probably not. Dabei hätte keinen Sinn gemacht, den Trank da zu spielen. Okay, einmal Hologramm. Gedankenstrahl. Zweimal Hologramm. Gedankenstrahl. Allheilmittel, sadistische Natur und Systemstart. Leider kommt das Allheilmittel ein wenig spät. Na, yeah, alright. This is fine. Wo ist er denn? Da ist er und wieder schon. 15 Gold erhalten. Strahlenzelle. Rauschen. Eine zufällige Hand für 0. Why not? Na, 376 Gold. Das ist immer die rote Maske, die man da bekommt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Fünf zufällige, die null kosten, nennt das Ding. Oder Karte los werden. Karte los werden bringt denen wir auch nichts. Ich glaube, ich schmiede dabei mal den Sprung. Für mehr Defense am Anfang. That's interesting. Das war ganz nett hier, als Anfang. Kann ich dich irgendwie anders killen? Wobei, ich muss dich eigentlich nicht unbedingt killen jetzt. Machen das einmal. Machen das einmal. Machen das einmal. Machen das einmal, damit du auch mal ein bisschen Schaden abbekommst. Und blocken 7. Also, du bist jetzt hin. Du machst leider 31 Schaden. Was dich eher... Ja, warte mal. Unsympathisch macht, wollte ich sagen. Wie viel Block? Noch nicht genug Block. Ich meine, du bist tot. Nicht sicher. Moment mal. Explosivtrank würde ja schon ein bisschen was helfen. Das killt dich leider immer noch nicht weg. Wie viel Block? Das sind zusammen 28. Meh. Killen tue ich dich aber leider auch nicht. Dann machen es trotzdem so. Es ist so. Whatevs. So macht am wenigsten Schaden, glaube ich.
So eine Verschwendung war das. Jetzt einmal Hologramm. Einmal, wo ist er denn? Gedankenstrahl. Ich meine, das wäre eigentlich super hier, aber ich will nicht schon wieder Unmengen an Schaden nehmen. Das kriege ich nachher. Nochmal Hologramm. Ja, dann haben wir dich langsam. Dann machen wir Sprung. Und, dies hier, I guess. Und ich hätte das eigentlich jetzt schlucken sollen, nicht Trottel, aber egal. Machen wir das nochmal schnell, damit wir ein bisschen mehr Block drauf bekommen. Hologramm und wo ist er denn? Da, Gedankenstrahlen. 30 Gold, Steinkalender. Siebter Zug. Noch ein Rückstoß. Kann ich zu viele Rückstoß haben? Maybe. But maybe not. Wenn ich nur Rückstoßes habe ab jetzt. Okay, hier müssen wir das jetzt eigentlich fast schlucken. Von Anfang an. Wir haben Rückstoß, which is important. 38. Killt dich weg, was irgendwie auch nett ist. Wir gehen mal auf dich. Machen das. Ich meine, da müssen wir eigentlich vorausdenken machen. Betakten für nächstes Mal, maybe? Man auch egal. Ah, Systemstatt, die spielen sollen, weil ich da eine Karte. Ja, ja. Ja, good point. Good point. Einmal übertakten. Einmal gehen Algorithmus. Kälte? Sure. Why not? Bisher Kälte. Wir können natürlich dir schon ein bisschen auf die Eier gehen. Meteoritenschlagpunkt vielleicht nicht so viel. Statistische Natur. Wir können einen Sprung machen. Wir können das Verteidigen machen. Es ist relativ wurscht. Sag mal, da ist das nächste Hologramm erst nächsten Zug. Rückstoß. Soll ich Rückstoß Turbo machen? Wobei, wir brauchen auch irgendwann Block her. Hahaha, nein, ich kann nicht Rückstoß Turbo machen. Warte, ich kann jetzt Rückstoß Turbo machen. Nehmen wir mal jetzt Rückstoß Turbo. Nein. Weil ich den Block dafür habe. Weil ich den Block dafür habe. Machen wir versteckte Hülle. Weil dafür hätte ich jetzt gerade den Block nicht mehr gehabt. Okay. Okay. Wir machen jetzt Hologramm. Gedankenstrahl. Alright. 31 Block ist doch gar nicht so schlecht. Dann können wir ja kurz den Turbo noch machen. Ich meine, wieso nicht? Dann machen wir Rückstoß. Get fucked, boy. Dann machen wir Kühler Kopf. Get fucked, boy. Und dann sind wir fertig. Okay, wunderbar. Batterieladensprung. Mehr Karten besser. Dekorative Fächer, immer her damit. Immer her mit dem ganzen Zeug. I love it. Noch ein Hologramm. Ich kann nicht so viele Hologramms haben. Was ist das? Wieder beim Aufheben eine Machtkarte, dann habe ich sie in den Fingern. Mango könnten wir uns kaufen. Das ist eigentlich passend, oder? Welche Machtkarte möchte ich bitte haben? I don't know. Wieso fragst du mich solche Dinge, Spiel? Ja, Mango habe ich mir eben auch gedacht. Na bitte, wenn du es auch sagst, dann nehmen wir die Mango. There we go. I'm with you. Dann kann man am Schluss noch easy heilen, ohne dass man zu viel los. This is gonna be amazing. So, wir haben sogar einen Rückstoß am Anfang. Und wir haben, okay, Moment, jetzt muss ich mir kurz überleben. Gedankenstrahl, 1 Energie. Hologramm, 2 Energie. Rückstoß, 3 Energie. Gedankenstrahl 4 Energie. Vorausdenken 0 Energie. 5. Ich kann dreimal Gedankenstrahl spielen. Wieso greifen die alle an eigentlich? Was ist euer. Ich meine, Jesus, people. Was ist euer Scheißproblem eigentlich? Okay, dann hauen wir einmal drauf. Einmal Hologramm. Kill dich mit Rückstoß. Wames die. Einmal Gedankenstrahl. Wames die. Einmal vorausdenken. Wames die. Einmal verteidigen zurücklegen. Wames die. Einmal Gedankenstrahl. Wames die. Am System statt. Bamsti. Wunderbar. Alle Heilmittel. Sure. Und da halten wir das einfach bis zum nächsten Mal. Haben wir nur noch Kraft des Kerns drauf. Das Zerfetzen behalten wir auch. Es ist alles eine Freude. Einmal Hologramm. Einmal Gedankenstrahl. Einmal in Your Face. Und fertig. 15 Gold.
Ich meine, soll ich mir jetzt die Septen? Nein, nein. Nur uns einfach noch mehr. Noch mehr Hologramme. Wann? Das ist leid, ist egal. Das Leid ist völlig egal. Ja, da ist das Leid. Oh nein, oh ich leide. Oh no. Einmal vorausdenken. Oh, wir haben gleich ein Hologramm. Nicht das Leid auf den Affen. Ich weiß nicht. Glaube nicht. Machen das zuerst. Machen einmal Gedankenstrahl. Yes. Machen einmal Hologramm. Yes. Machen einmal Gedankenstrahl. Yes. Machen einmal abschöpfen. Yes. Machen nicht nochmal Hologramm, leider. Maybe I should not have done this. Okay. Gedankenstrahl. Thank you. Yes, please. Einmal Kälte. Ich hätte vielleicht das vorher machen sollen, kühler Kopf. Kreative KI vielleicht? Maybe? Possibly? Schauen wir mal, kühler Kopf zuerst. Nee, machen wir die KI. Die kreative KI. Why not? Ja, schon wieder. Langsam sind wir in Unisono. Lieber Fladen. Gedankenstrahl. Lange hat's gedauert. Rückstoß. Gedankenstrahl. OMSD. Gottes. Die Ausgeglichenheit. Ich meine, bringt nicht wirklich was, aber der Rest ist auch ein Schatz. Also, why not? Ich meine, muss es ja quasi machen. Rückstoß, Gedankenstrahl. Rauschen. Sure. Es gibt zu wenig Block hier. Ganz schöner Block ist weg. Kraft des Kerns, damit er mich nicht mehr so fertig macht. Kralle, ich dachte, ich kriege nochmal einen geilen Block, aber nein. Das sollte nicht sein. Wir haben einen Rückstoß schon wieder. Look at us go. Übertakten, okay. Wir fangen aber an mit in die Augen. Allheilmittel. Wir wollen da ja so viele Karten spielen wie möglich. Soll ich jetzt drei Karten ziehen, aber wir könnten jetzt in tiefen... Ich meine, ich habe viele Hologramme da drin. Aber ich habe zwei Hologramme jetzt gleich als nächstes. Na, das machen wir nicht. No. Machen einmal Rückstoß hingegen. Dann machen wir einmal Gedankenstrahl. This is gonna be amazing. Nächster Zug wird amazing. Einmal Schlag. Das heißt, ich will jetzt nicht spielen, dass mir das verkeckt. Life noch? And we're done. Here we go. Einmal Gedankenstrahl. Wo ist er denn jetzt? Ganz unten? Zweimal Gedankenstrahl, fertig. 30 Gold und der Birne auch noch. Haben wir viel. Ein Def... Oh, ein Suchen. Wait a second. Suchen, defragmentieren. Suchen, defragmentieren. Ausgeglichenheit nochmal? Nein. Suchen, oder? Oder defragmentieren. Oder suchen. Oder defragmentieren. Oder natürlich suchen. Dann eine Seite defragmentieren. Fladen sagt suchen. Vertraue Fladen. Einmal vorausdenken. Reicht. Weil ich mit... Na, vielleicht sollte ich nicht niemanden... Ja, machen wir das lieber so, dann kann ich nämlich... Yes. I like... 13. Nein. Wir legen den zurück. Okay. Ich will nämlich niemanden killen jetzt unbedingt damit. Wir sehen ja Schwächen dabei. Weil ich blocke eh genug. Nein! Wieso sammle ich mich denn nicht an? I don't know. Ich habe schon weiter geklickt gehabt. Es ist zu spät. Schon. Sure. 22, 18. 27 macht es dann 26. Na, das ist fein. Ich meine, der ist halt noch sehr deppert hier. Ja, und jetzt tut er auch so, als wäre er sehr deppert. Okay, machen wir mal Hologramm. Würde ich gerne bitte meinen Gedankenstrahl. Will ich jetzt schon wen von euch killen? Nein, wir gehen mal auf dich los, oder? Oder will ich die? Naja, killen wir dich weg. Weil sonst wird es vielleicht noch alles viel schlimmer, als es eh schon war. Bamsty, by the way. Ein kleiner Turbo. Vielen Dank, dann können wir das hier noch so machen. Dann hauen wir dir drauf, dann hauen wir dir drauf und dann seid ihr alle tot. Ja, stimmt. Ich habe wahrscheinlich eh alles da drin. Im Deck selber. Wobei, ich sollte mehr Karten nehmen, oder? Ich meine, ein bisschen... Naja.
Ein bisschen macht es mir schon meine. Ich will ja mehr. Die maximale Anzahl an Hologrammen eigentlich in meinem Anfangsdeck, also in den oben auf linken Karten. Jetzt nochmal ausruhen am ersten, oder? Hochrennen und loswerden will ich nichts. Schmieden. Naja, das Suchen schmieden, actually. Zwei Karten. Statt einer. Kann sehr geil sein. Mhm. Ja, ja, ja. Wir haben das Leid halt am Anfang. Das ist schon ein bisschen blöd, aber es könnte auch schlimmer sein. Neustart will ich eigentlich. Na, das ziehe ich ja gleich wieder. Wurscht, was ich hier mache. Ich ziehe es gleich wieder. Ha! Ja, es ist wirklich egal, was ich auswähle. Weil ich es gleich wieder ziehe. It does not matter. In the least. Ich gehe nochmal das immer auf dich als erstes los. Oh, muss ja das zuerst. Bamsti, Bamsti. Jetzt könnte ich nah, aber dann weiß ich nicht, was. Wobei, ist es egal? Ich weiß, dass ich ihn suchen bekomme irgendwann. Na, aber ich krieg. Ich kann nachschauen. Good point, ich kann einfach nachschauen. Ich vergesse immer, dass ich gefrorenes Auge habe. Nein, wir wollen definitiv nicht mischen. Ich krieg einen Haufen Hologramme jetzt, aber kein. Nice. Aber kein Suchen. Am Anfang. Naja, muss noch nicht sein. Aber Stacheln. Why not? Easy Stacheln. Dann einmal Hologramm. Einmal Rückstoß. Einmal Gedankenstrahl. Bamsti. Statistische Natur, Allheilmittel. Rauschen. Ufer ist nice. Sprung geht sich leider nicht aus. Wird jetzt auch nichts bringen. Also machen wir lieber Stromschlag. Shit, du machst ja zwei. I forgot. Denne. Übertakten. Turbo. Einmal Gedankenstrahl. Einmal Hologramm. Gedankenstrahl. Einmal Rückstoß. Gedankenstrahl. Nee, das werde ich nicht killen können. Einmal Ausgeglichenheit. Jetzt konnte sie nochmal stärker machen. Das fand ich sehr unsympathisch gerade. Ich meine, einmal Gedankenstrahl, obviously. Ah, ist das schade, dass wir dich nicht behalten können gerade. Wen will ich jetzt eigentlich lieber spielen? Vielleicht kriegen wir da noch hin, dass ich mehr Energie bekomme und ich den spiele. Gedankenstrahl. Sadly, that's not the case. Wir haben aber recyceln, aber ich habe keine Karte, die 2 kostet. Was ist, wenn ich eine X-Karte mache? Ich glaube leider, das hilft wohl nichts. Ich könnte mir jetzt Turbo holen, aber das bringt denen ja auch nichts. Gib mir das. Können wir irgendwas Sinnvolles denn spielen? Was könnte ich mir holen, damit wir was Sinnvolles spielen können? Genalgorithmus für mehr Block das nächste Mal. Upsi. Ich wollte nochmal auf Hologramm klicken. ich meine auf den Ding und nicht auf Zug beenden. This was my bad. Hologramm. Hm. Oh, jetzt müssen wir wieder nachdenken. Ich meine, ein Stapel würde schon viel helfen eigentlich. Und mal in die Augen. Das wurde leider negiert. Also ich meine, ein Hologramm und dann ist halt die Frage. Ansammeln und Hologramm vielleicht? Wir können ja 2 jetzt. Wieso ist das immer jetzt anders sortiert, wenn ich suche? This is killing me. Wo ist das Ansammeln jetzt hin? Ansammeln und Abschöpfen ist ein guter Punkt. Wo sind die aber hin jetzt, goddammit? Da ist ein Abschöpfen. Übertakten. Ansammeln hier, okay. Okay, jetzt haben wir 12 Energie. Dann machen wir das hier mal. Okay, jetzt haben wir Hologramm. Which is nice. Können wir Batterie laden spielen auf alle Fälle. Wir können. Wo ist es denn überhaupt da? Also. Das mal machen. Meine Doppelentladung bringt jetzt eigentlich gar nicht so viel. Will ich mal Regenbogen machen zuerst? Multi-Entladung bringt eigentlich ganz schön viel.
Ich meine, du machst immer noch Schaden, aber Schaden habe ich eh schon genommen, von dem ist es recht wurscht. Ich glaube, Multientladung bringt fast am meisten. Was haben wir drin? Betakten. Haben wir schon recht viele Blitze gehabt? I actually do not know. Schauen wir mal. 5 mal. 35 ist nicht wahnsinnig viel. Was ist denn da noch so? Überstrahl ist noch da. Wie viel sind das? 2 Karten. Doppelte Energie, Wärmetausch. Ich meine, doppelte Energie ist nicht schlecht. Discrimination killen. Right? Somehow? Yes. There we go! Okay, das war nicht so toll. Man musste zu viel denken. Diesmal 768 Schaden. Nicht, ja, ich meine Schaden an dem fucking Ding. Und damit Punkte. Ich will mir gar nicht ansehen, wie viel das wert war. That was a sad story.